Warte mal. Ich warte jetzt. Du bist ja wieder draußen. Na, jetzt bist du wieder dran. Übrigens, wenn ich die schlage, krieg jetzt einen Hamburger. Lass die Leute doch. Ich krieg einen Hamburger, das meinst du. Ah! Was? Prügeln die sich auch noch? So jetzt. Das war unser. Ja, egal. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Komm jetzt. Alles Weiber hier. Jawohl, komm, einer noch. Na, endlich. Hat ja auch lang genug gedauert. Ja, aber wirklich. Aber ich glaube, wir hatten schon frei zu, ne? Ja, aber trotzdem. Also, das wollte ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Boah, so. Ab zur Butze, Geld ja. Holen und dann guck das mal, Kanal. Wise Kings ist weg. Ja. Geh mal auf Aufträge. Der war doch Wise Kings. Achso, okay. So, also jetzt hier, Leute, ihr könnt gehen. Ne? Vielen Dank. Oh Gott, nee. Aufs Lenkrad geknallt. Ach du liebe Zeit. Nein. Ja, meinetwegen das. Ist das nicht das Lied, was immer ganz am Anfang kommt? Im Intro? Mhm. Das Problem ist, es ist irgendwie hier auch kein wirkliches Ende in sich, ne? Auch von der Story her. Man denkt immer so, jetzt hat man's und dann kommt wieder was. Ja, ich glaube, bei dem anderen, bei dem Vice Kings, da kommt jetzt nur noch Tonya. Dann lass jetzt nach dem Speichern direkt das machen und dann soll es das wieder für den Teil gewesen sein. Na, ich wollte ja speichern, Geld holen und dann nochmal wegen Muni gucken. Meinst du? Ey, du verballerst dir so schnell, verbrett mir die Sachen. Na gut. Wir können froh sein, dass wir gerade Tag haben. Ja, nicht wieder Nacht und ja, das ist auch so ein Quatsch. Ich meine, klar, es ist gut, dass es hier Tag und Nacht gibt und es ist auch sinnig, dass es dann nachts so ist, dass die Geschäfte zu haben, aber hey. Muss man die Nacht so lange machen? Man kann es sich dann auch Sonntage geben, wo die Läden nicht aufhaben. Ja, genau. Also wenn schon Realismus, dann bitte richtig. Ich sage mal 59. Ich sage 2000. Darf ich jetzt genommen? Ja, hast du. Um 0 aus der Kasse zu entnehmen. Neunundfünfzig. Ja. Dann haben wir heute fast 10% geschafft. Naja, wenn er da aber Friendly Fire sind, dann kann man ja da direkt in die nächste Mission gehen. Genau. Blinken! Links! Blinken! Ich hab keinen Blinker. Sicher, ich sehe da hinten welche. Der ist kaputt. Immer diese Ausreden. Links! Ich muss zur nächsten Werkstatt. Ziel erreicht. Jetzt beeil dich, bevor es Nacht wird. Ding dong. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 2000. Oh, mehr nicht? Nein. Das ist ja wahnsinnig viel Munition. Ja, MP, ne? Gar nichts. Mit dem Fortschritt in einem anderen Saints Row konnten wir uns fast unendlich Waffen holen. So. Leute. Schieß aus dem Fenster, ey. Blöde Kuh. Ja, du brauchst nur geradeaus fahren. Ne, ich muss mir da wieder verholen. Oh, Alex. Fang die Frau nicht um!
war Notwehr. Was ist das denn jetzt hier? Was ist los? Ist bestimmt die Rache der Omi gewesen. Guck mal, beide nebeneinander. Nein, 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 ja, ja, ja. Ja, nein, nein, nein. Die Rückkehr des Königs. I've been chatting with King, and it looks like Tanya's takeover didn't sit well with everybody. The Vice Kings are fighting amongst themselves. Now's the time to take them out for good. King said he was gonna come along. I hope he hasn't gone soft. And don't ever worry about me, baby boy, because I'm gonna handle mine. All I'm saying is that since you got here, you've been nothing but talk. I've smoked dozens of fools before. I ain't adding to the count unless I have to. Oh, that's just fucking great. I said don't worry about it. I don't want you bitching out when you see your crew. Ain't my crew, son. That's why I'm here, remember? So how about you put your dick away, pick up your gun, and try to keep your knee away from the bullets. Oh, you heard the cocky son of a bitch. Let's roll. Wenn wir einfach dieser so nette Umgangston hier. Das Problem ist ja, wir haben so wenig Geld, wir müssen einfach immer uns mit so... Jetzt haben wir wieder so eine geile Kiste lappig hier. Hab ich die nicht bei mir in die Garage gestellt? Oh, haben sie die wohl rausgeholt? Boah! Na ja, vorsichtig. Who is this guy? Some Eurotrash motherfucker named Stefan. I hate him already. Motherfucker. Stefan. Das ist wahrscheinlich ein Deutscher. Motherfucker. Son of a bitch. Wahrscheinlich ist er schon Mitte 30, dann ist das klar, dass man dann Motherfucker ist, weil so viel Son of a bitch. Frauen ohne Kinder. Motherfucker. Oh Mann, ey. Dieser amerikanische Slang ist der schlimmste. Ghetto Tom 18. Ja, aber wirklich, ey. Links! Blinker setzen, einordnen. Tick, 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 tick. Vorsicht! Dann endlich die Polizei? Ja, jetzt nicht mehr. War nur für die Mission da. Da sind sie umgezogen. Ah ja. Vorsicht! Hm. Funktioniert nur noch ein Rücklicht. Das hat er abkürzen können. Ich bleib doch auf der Straße wie ein guter Bürger. Ja. Lex! Ziel erreicht. Ziel verfehlt. Alle Männer des Königs. Who do you think you are, barging into Stefan's boutique? Go away. You must be Stefan. Are you blind? Of course I'm Stefan. Now go. Oh, I'm hoping you won't come quietly. Ich glaube, er ist ein wenig schwul. Ah, ein bisschen. Now you're gonna tell Stefans me what Gesundheit? I wanna hear. You understand? Hey! 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 Stefan knows about fashion, not about gangs. Mein. Well, Stefan also knows Tanya, so you better start talking. Ist klar. Lass ihn nicht sterben. Oh, der macht das schon. I don't know anything. In the elevator. What are you doing? I don't answer. Like this. This makes me vibrate. Hey, Polizei, fahr doch nicht den Stefan um. Oh, SWAT, tschüss. Und Stefan, hast du Angst? Also ich hätte Angst. Ich hätte mir schon ins Höschen gemacht. Your bitch ass better stop talking in third person or I'm gonna drop you on principle. Ach, endlich mal Unterstützung. Please don't hurt my face. I can't look common. Die Gesundheit von unserem. I'm running out of patience, Stefan. Ich hab doch einfach mal Angst. Oh, why do you hate the beautiful people? Oh. Just tell me the cool people. Somebody
somebody help Stefan! Okay, the code is 3131. Please don't hurt Stefan. Jetzt würde ich ihn einfach fallen lassen. Thanks for your help. Ja! Oh Gott. Wie sollen wir das denn jetzt bitte schaffen? You sure you ready? Then you don't know me, son. Your faith in me is very encouraging. I like to be positive. Jetzt haben die sich jetzt... Guck mal auf die Karte, wo das ist. Oh Gott, warte mal, wenn du auf der Straße bleibst? Nein, zoom doch mal raus. Wenn du da jetzt drauf bleibst, geh mal, fahr mal der Straße lang. Nein, da oben, ach Alex, gib doch mal bitte. Ja, hier ist er. Nein! Okay. Es geht ja jetzt um das Abfahren. Da siehst du das? Ja, es bleiben einfach drauf, ne? Ja, deswegen. Hier ist es einfacher. Boah! Ey! Es kann doch nicht sein! Du musst Kings Auto nehmen. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, Alex. Ich mach's nochmal. Komm. Ich bin noch. Weißt du, da fahren Leute vor. Da crashen Autos drauf. Da passiert nichts. Aber wenn du einem kleinen Fiat 500 hinten auf die Heckstoßstange fährst, verliert das Auto gleich alle Einzelteile und fliegt in die Luft. Was ist das für eine Logik? Boah! How are we gonna get that? She tells everything to her fashion consultant. He shouldn't be too hard to break. Who is some this guy? Trash motherfucker named Stefan. Warum reden die jetzt eigentlich die ganze Zeit untereinander? Also haben die Spieleentwickler sich da gesagt, scheiße. Da setzen wir mal die Soundspuren übereinander, wenn die reden sollen, oder wie? Mhm. Ich glaube, keiner der Programmierer hat gedacht, dass ein Spieler so weit überhaupt spielt. Das Spiel ist so trash, das lassen die Leute eh in Ruhe. Rechts. Links. Alex, wir fahren keinen Truck Simulator. Warum? Weil du schon wieder so vorschriftsmäßig fährst. Ja, nee. Okay, da bist du wieder, alles klar. Nein, gerade eben ist der Wagen explodiert. Ja, wir müssen diesen Wagen nehmen. Das heißt, der muss irgendwie ordentlich sein. Und ich weiß ja, wie gerade eben die Polizei gefahren ist. Insofern versuche ich gerade so wenig Schaden wie möglich an dem Wagen. Geradeaus. Links. Ja, nicht so geradeaus. Einfach da auf den Hügel drüber. Jetzt links! Jetzt gleich haben sie ihr Ziel erreicht. Stupid Paparazzi. Ja, du bist. Das können wir abschließen, abkürzen. Now you're gonna tell me what I wanna hear. You understand? Ach, wir wissen noch den Code. So you better start talking. 312. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie wieder auf die Hauptstraße kommen. Guck mal auf die Karte, dann fahr doch schon mal hin. Wo war die? Ja, hier müssen wir später hin. Ja. Fahr ich hier und dann fahr ich so. Ja, dann markier dir das irgendwie. Markier dir die Stelle und da dann links abbiegen. I talk if I were you. My arms get a little tired. Guck mal, wie viel Angst der schon hat. Ja. Your bitch ass better stop talking in third person or I'm gonna drop you on principle. Wenn wir jetzt ein bisschen Angst machen können, wäre das perfekt. I can't look common. I'm running out of patience, Stefan. You're nothing but a brute. Oh, why do you hate the beautiful people? Just tell me the code and I'll let you go. If you let me go, I'll give you 5% off. Somebody help Stefan!
Der Wagen nimmt keinen Schaden, aber wenn du vorne einen drauf fährst, ne? Raus! Raus! Thanks for your help. Tuka. So, jetzt sollen die mal ein bisschen da vom Hals schaffen. Ey, guck mal, die ballern und es passiert nichts. Wohin müssen wir? Na, wir haben es gleich geschafft. Reicht. Gib Gas. Ist es scheißegal, das werden wir brennen. Wir sind ja drin. Was ist denn jetzt? Und dann, wir müssen aussteigen. Steig aus! Und jetzt da drin. Finde den Aufzug. Ach du liebe Zeit. Okay. Was? Der Wagen darf nicht zerstört werden. Mann. Kurz weg. Nee, Freunde, das macht keinen Spaß mehr. Das macht echt keinen Spaß. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. So, wo war das jetzt? Das war hier, glaube ich, ne? Das war... Naja, lauschen wir den Klängen. Ich bin jetzt auch mal still. Some Eurotrash motherfucker named Stefan. I hate him already. Das Problem ist ja auch, dass die zwei schießen und schießen und schießen, aber es bringt nichts. Die Polizei verfolgt uns weiterhin, es bleibt irgendwie keiner zurück. Das macht alles diesen sehr, sehr unfertigen, unrunden Eindruck hier. Und vor allen Dingen dann einen sehr unfairen Eindruck. So, hier müssen wir gleich hin. Genau. Die Stelle haben wir schon mal gut markiert. Achso, hoppla. Hä, Moment mal. Wieso habe ich die Anzeige denn jetzt nicht? Ach, weil... Ich dachte, das ist von der Mission markiert. Ja, jetzt habe ich es wieder in Blau. Was soll der Scheiß? Ey. Ich habe mir ja gerade die Stelle markiert. Ja. Auf einmal ist die blaue Markierung weg gewesen. Jetzt habe ich die grüne weggemacht. Jetzt ist die blaue wieder da. Tja. Aber du musst jetzt noch Stefan, ja. Aber ist doch verrückt, oder? Dann kommen die da mit SWAT-Team und allem und... Die beiden scheinen ja irgendwie nur Tontauben zu schießen. Ja, und vor allen Dingen, warum kommt das SWAT auf einmal? Warum? Wer ruft die? Stefan ruft die. Ja, der hat da gar keine Zeit dafür. So, komm. Sag uns einfach direkt 3131 und ist gut. Wir lassen dich fallen. Now you're gonna tell me what I wanna hear. You understand? Wir müssen schnell fahren. Alles andere nützt nichts. Da geht schon direkt los. Jetzt gehen wir so einem schlechten Porno raus. Schön anschieben, so ist gut. Schön, ja, sehr schön. What are you doing? I don't like this. This makes me vibrate.
wrong answer. Der ist schon fast tot. Tanya tells me nothing. I just love her shoes. I'd talk if I were you. My arms get a little tired. You and your friend with the awful hair will release them on at once. Your bitch ass better stop talking. Wenn sind unsere Freunde da. I'm gonna, I'm please, out of don't. You, you're nothing but a brute. Just oh, why do you cool hate the beautiful? If you let me go, I'll give you 5% off. Somebody help Stefan! Thanks for your help. Jawohl. Und das Spiel ist wieder abgekackt. Ich könnte kotzen!